allein durch die Kraft unserer Gedanken Materie zu beeinflussen, Materie vielleicht zu verändern, vielleicht sogar zu zerstören. Etwa so. Dieser Trick brachte Harry Keaton bereits in diverse Castingshows. In der kleinen Hinterhofwerkstatt in Offenbach entstehen seine Illusionen. Das Haus ist bis unters Dach mit Requisiten gefüllt. Magie hat Harry Keaton, übrigens ein Künstlername, schon als Kind fasziniert. Und die Ideen gehen ihm bis heute nicht aus. Es gibt ganz viele Bücher, es gibt Kinofilme und die Ideen, die springen einen förmlich an. Und es gibt unglaublich viele Themen, die noch nicht bearbeitet worden sind in der Magie. Seine Fühlbox, mit der er Sinneswahrnehmungen manipuliert, brachte ihn ins amerikanische Fernsehen. Hier die Schauspielerin Allison Hannigan, bekannt aus der Fernsehserie How I Met Your Mother. Stell dich doch mal gerade hier rüber, bitte. Perfekt. Jetzt nimm mal deine linke Hand. Was fühlst du mit deiner linken Hand? Oh, sowas wie eine Haarbürste? Mit deiner rechten Hand fühlst du einen Teddybären, mit deiner linken eine Haarbürste? Okay, bist du dir sicher? Okay, dann nimm mal die Hand raus. Welche Hand lag jetzt richtig? Also, ich würde sagen, es ist ein Kaktus. Mit diesem Trick verblüfft er die Jury und gewinnt den ersten Platz. Das ist schon ein Oscar, das kann man sagen, weil dieses Format Fool Us ist eigentlich das Fernsehformat für Zauberei im Moment. Das war natürlich großartig. Also auch sie haben wirklich sich unheimlich enthusiastisch geäußert. Das hat mich natürlich total gefreut. Momentan arbeitet er an einer ganz neuen Show. The Brain heißt sie. Und darin zeigt Keaton nicht nur normale Zaubertricks. Okay, wunderbar. Das müsste eigentlich schon... Okay. Sondern auch, wozu das menschliche Gehirn imstande ist. 2, 3, dann müsste eine 8 kommen, ist das richtig? Das merkt sich nämlich sogar Tausende von Ziffern der Kreiszahl Pi. 2, 1, ich mache so lange weiter, bis sie anfangen zu klatschen, dann geht es weiter mit einer 3, einer 8, einer 6, einer 0. Wow, einfach wow. Ich kann jetzt gar nicht einen einzelnen Punkt sagen. Der Typ? Ja. Echt Wahnsinn. Das hatte schon was Magisches einfach. Also keine Ahnung, wie es funktioniert, aber es hat einen total gefesselt und man war auch so Herzrasen. Es war total aufregend irgendwie. Ich finde es immer ganz toll, das sich anzugucken und halt nicht unbedingt überlegen, wie geht's, sondern einfach zu sehen, okay, da ist jemand, der kann was. Jahrelang tüftelt der 55-Jährige schon an dieser Show. Die Tricks entwickelt er selber, die müssen auf den Punkt sitzen. Die Illusionen, die Zuschauer verzaubern. Dafür gibt es in diesem Jahr noch einige Vorpremieren. Naja, Vorpremiere ist wie ein Testlauf, um ein Programm wirklich rundzuspielen und sozusagen die Zuschauerreaktionen einzufangen und zu gucken, wie man an manchen Stellschrauben noch schraubt, um es wirklich optimal zu machen. Im nächsten Jahr soll The Brain dann perfekt sein.